Ahoi, schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir, wie dir der perfekte Farbwechsel gelingt, damit deine Amigurumi-Projekte auch immer gut aussehen und nicht verschoben. Ich habe dafür zwei Sachen vorbereitet zum Farbwechsel. Einmal hier ein Hell-Lila oder Lavenderfarben. Da wechseln wir dann auf Pink. Und zum zweiten einmal ein Gelbes. Da wechseln wir dann auf Grün. Und ich werde es zweimal zeigen. Zum einen, damit ihr gut mitmachen könnt und zum anderen mit zwei verschiedenen Farben, damit man, je nachdem, wo man dann die Maschen besser erkennen kann. Also ich habe jetzt hier die Nadel schon rausgenommen. Wir fangen jetzt einmal mit dem Pinken an. Und ihr seht, ich habe die Runde zu Ende gehäkelt mit dieser Farbe. Jetzt muss ich meine Farbe wechseln. Hier wäre meine erste Masche. So, was wir jetzt als erstes machen ist, wir schneiden den Faden ab, lassen noch ein Stück da, denn das brauchen wir noch, und wir ziehen den hier einmal komplett durch. So, so sieht das jetzt aus. So, jetzt müssen wir unseren Maschenmarkierer einmal rausnehmen. Wir können uns aber gut merken, dass das hier unsere allererste Masche war und das hier die letzte. Na, man sieht ja hier diesen Knubbel. So, und wie gesagt, sollte dir das zu schnell gehen, klick unten auf das Zahnrad und ändere die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos. Ich versuche hier so ruhig und detailliert wie möglich zu sprechen. Alles andere schreib mir gern in die Kommentare, damit ich mich verbessern kann. Was wir jetzt machen, wir kreieren gleich eine, ja, auf Englisch heißt es Fake Stitch, also falscher Stich, ne? Wir kreieren uns einfach mal eine, ich nenne es mal Schummelmasche. Und zwar gehen wir jetzt, hier ist unsere erste Masche. Ja, das wäre der Anfang der Runde. Und hier die zweite. Wir überspringen diese Masche und stechen jetzt in die zweite Masche von hinten ein. So, ja. Hier die Masche übersprungen, hier stechen wir von hinten ein und holen uns einmal den Faden hier durch. Ganz durchziehen. Jetzt sieht das Ganze so aus. Hier war das Ende. Hier ist der Faden. Da ist die zweite Masche. Jetzt gehen wir. Hier ist vorne. Hier ist hinten. In das hintere Maschenglied von der letzten Masche, die wir gehäkelt haben. Ja, also da, wo wir den Faden dann abgeschnitten haben und holen uns hier auch noch einmal den Faden komplett durch. So, das können wir jetzt ein bisschen anziehen, hinmauschen. So, jetzt haben wir hier unsere Schummelmasche kreiert. Das ist diese hier. So, hier war die letzte Masche der aktuellen Runde. Hier ist unsere Schummelmasche. Ja, und da ist wieder eine originale Masche. Ja, wir haben jetzt hier eine Masche übersprungen. So, jetzt nehmen wir die neue Farbe und ich habe mir hier schon meinen Anfangsknoten gemacht. Den benutzen wir auch und ich empfehle euch hier etwas länger den Faden stehen zu lassen. Den werden wir nachher noch brauchen. Wir ziehen das fest. So. Und was wir jetzt machen ist, falls du nicht mehr weißt, wo deine Schummelmasche ist, wir haben ja hier den Faden durchgezogen. Das heißt, wenn du an diesen Faden ziehst, dann bewegt sich das hier und dann weißt du, da ist die Schummelmasche. Und genau da stechen wir jetzt ein. Wir nehmen den Faden auf. Ja, so. Und machen hier eine feste Masche. So, das ist die erste feste Masche der neuen Runde. Jetzt schaust du, was in deiner Anleitung drin steht. Ja, wenn du zum Beispiel bei mir, ich müsste jetzt hier einmal ganz ringsrum häkeln. Oh, sorry, ich bin in die Kamera gekommen. So, das machen wir jetzt auch. Wir häkeln jetzt hier einmal überall die festen Maschen ein. Ich mache das mal gerade schnell.
So, jetzt sind wir wieder da angekommen, wo wir unseren Farbwechsel hatten. Und wir denken dran, das hier ist außen, das ist was sichtbar ist und das hier ist innen. Und ihr möchtet natürlich, dass diese Wollreste hier innen sind, die Bänder. Und wie ihr jetzt vorgeht, ist, hier ist ja noch eine kleine Lücke. Mit der nächsten Runde, die jetzt mit dem Garn hier ist, macht ihr einfach ganz genauso weiter und behandelt diese Masche als ganz normale feste Masche. Das heißt, du stichst hier ein, holst dir den Faden und machst eine feste Masche. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie das hinten aussieht. Zieh das mal ein bisschen länger, damit das nicht weggeht. Hinten sieht das jetzt so aus. Wir haben die erste Farbe und die zweite Farbe. Und jetzt könnt ihr hier hinten noch ein bisschen festziehen. Und das bewirkt, dass es von vorne natürlich dann auch schöner aussieht. So. Ja. Und was ich immer ganz gerne mache, ich mache mir hier hinten bei den beiden dann nochmal einen Knoten rein. So, damit da auch auf jeden Fall nichts mehr durchrutschen kann. So. Das sieht jetzt von hinten so aus. Ich habe hier den Knoten gemacht. Ja, jetzt kann ich das wieder umstülpen. Von vorne sieht das jetzt so aus. Ja, und man sieht quasi nicht mehr. Natürlich, ihr wisst jetzt, dass hier der Farbwechsel einmal stattgefunden hat. Aber vom Ding her, wenn ihr jetzt weiter häkelt, dann sieht man das nicht mehr. Ich lasse das jetzt so und zeige euch das Ganze nochmal in der gelben Variante. Also, wir sind hier wieder fertig mit der gelben Farbe, haben hier unseren Maschenmarkierer und hier halt eben das N. Das heißt, wir nehmen das raus. Schneiden uns hier den Faden ab, da ruhig ein bisschen Spiel lassen. Wir müssen ja auch noch gleich den Faden einmal da durchziehen. So, das kommt an die Seite. So, und nochmal. Wir gehen, das ist unsere erste Masche, in die zweite Masche von hinten. Nein, ja, so halte ich ja mein Projekt von hinten durch. Nehme jetzt den Faden und hole ihn mir durch die Masche einmal komplett durch. Hier ist meine letzte Masche. Ich gehe jetzt hier nur in das hintere Maschenglied. Ja, da vorne ist eins, hinten ist eins und hole mir jetzt den Faden hier auch noch einmal durch. So, jetzt haben wir wieder hier unsere Schummelmasche kreiert. Wir nehmen die zweite Farbe, auch wieder mit einem ganz normalen Anfangsknoten. Hier habe ich das wieder ein bisschen länger gelassen, weil wir müssen das ja dann noch, naja, müssen nicht, aber ich mache es halt gerne, das Zusammenknoten. Hier ist der Faden. Das bedeutet, dass da ist die Masche, die Schummelmasche. Also stechen wir hier ein, machen eine, ups, der Faden muss nach hinten, eine ganz normale feste Masche durch den Knoten. Ja, und jetzt haben wir unseren Farbwechsel gemacht. Wir häkeln dann ganz normal weiter, wie es in der Anleitung steht, je nachdem, was bei dir steht. Bei mir steht jetzt auch, ich muss jetzt hier einmal die Runde rumhäkeln. Das machen wir auch mal gerade. Ein bisschen gucken, dass ihr das gut sehen könnt, dass ich nicht
so weit von der Kamera weg bin, denn ich sitze jetzt hier natürlich anders, als wenn ich normalerweise häkeln würde. Also ein bisschen. Normalerweise lümmel ich mich halt immer ganz bequem in den Sessel. Oder beziehungsweise hier in meinen Stuhl. So, gleich sind wir einmal rum. Dann zeige ich euch, was wir dann machen. Es hat sich hier so ein Klumpen gebildet. So, zack. Eine. Und noch eine. So, jetzt sind wir wieder einmal komplett rum. Und hier bei unserem Ausgang angekommen. Ja, hier ist dieser Anfangsknoten, den wir gemacht haben. Und jetzt machen wir das gleiche wie eben. Wir stechen hier wieder ein. Das ist dann unsere erste Masche der nächsten Runde. Und bei mir steht jetzt, ich muss auch eine feste Masche machen. Das mache ich hier auch mal. Ja, so sieht das dann aus. Nehmen wir die Nadel raus, gucken, wie das von hinten aussieht. Und auch hier empfehle ich euch, hier nochmal dran zu ziehen. Dann sieht das von vorne auch hübscher aus. Und ich mache mir jetzt hier wieder meinen Doppelknoten rein, damit halt eben das nicht aufgeht, nur zur Sicherheit. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das aufgeht. So, und jetzt hier sieht das alles schon gut aus. Und warum es sinnvoll ist, das so zu machen, zeige ich euch jetzt an Projekten, die ich schon fertiggestellt habe. Dafür kommt mal kurz der kleine Stego hier rein. Ihr seht den Arm und ihr seht, hier habe ich den Farbwechsel gemacht. Ja, hier hört abrupt das Dunkelgrün auf und das Hellgrün fängt an. So, und jetzt zeige ich euch Stego Nummer 2. Bei dem habe ich auch einen Farbwechsel gemacht. Ja, aber das fällt nicht so ins Gewicht wie bei dem hier. Ich weiß natürlich, dass ich hier den Farbwechsel gemacht habe, weil das ist etwas dicker. Ja, aber es sieht viel klarer, viel schöner aus, als wenn ihr hier diesen komplett abrupten Wechsel drin habt. Ja. Und wie das mit dem neuen Garn aussieht, was wir gerade gehäkelt haben, da habe ich schon die Ärmchen, das wird natürlich auch nochmal ein Stego fertig gemacht. Also hier, da kann man dann wirklich kaum noch erkennen, wo der Farbwechsel stattgefunden hat. Das sieht einfach nur sehr schön aus, sehr, ja, einfach ganz klar, ohne abgehackte Kanten. Und ich denke mal, das ist ein Ergebnis, das wünscht man sich. Ja. Wenn ich dir mit dem Video helfen konnte, lass gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Darüber freue ich mich sehr und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.